Hi, herzlich willkommen und ich grüße dich zu meinem Wir bauen ein Add-on Teil Nummer 1. Ja, der erste Teil beschäftigt sich vielmehr damit, welche Add-ons wir brauchen, wo du die herbekommst und ja, welche Vorbereitungen du treffen kannst. Die erste wichtigste Vorbereitung wäre, sicher dein altes Interface. Das machst du ganz einfach, indem dein Interface-Ordner und dein WTF-Ordner in deinem Warcraft-WoW-Verzeichnis eben kopierst an eine sichere Stelle. Die dürfen ruhig leer sein, denn wir werden jetzt einige neue Add-ons draufhauen. Und ich öffne einfach mal die Liste, kommen wir auch schon zu dem zweiten Punkt. Welche Add-ons brauchen wir? Wir klicken hier auf jeden Fall mal auf veraltete Add-ons laden. Wir brauchen auf jeden Fall Arc Inventory. Sorgt dafür, dass eure Taschen deutlich übersichtlicher angeordnet sind und ihr das Ganze ein bisschen sortieren könnt. Atlas Loot ist eben für den Loot. Ihr seht direkt durch einen Button an der Minimap, welcher Boss welche Beute droppt oder welches Craft-Rezept ihr braucht, um XY herzustellen. Auktionator ist mehr ein Komfort-Add-on, erleichtert euch aber das Leben, wenn ihr mit Auktionen hantiert, ungemein. Bartender 4 kann ich prinzipiell mal jedem empfehlen. Allein schon um die Tastenbelegung optimal einzustellen, ist eben für die Aktionsleisten zuständig. Chatter für den Chat, ganz klar, können wir deutlich mehr Einstellungen treffen. Font Damage Changer, ihr könnt euren Schaden bzw. Schriftart vom Schaden ändern. Forte Exorcist, sollten die meisten kennen, ist eine Cooldown- und Debuff-Anzeige. KG-Panels, sorgt dafür, dass ihr Texturen einfügen könnt in WoW, dass das Interface nicht ganz so lieblos aussieht. Lipshared Media sorgt dafür, dass die Media-Dateien, in dem Fall die Schriftarten, unter den Add-ons ausgetauscht werden. Das heißt, habt ihr eine Schriftart bei Forte Exorcist, ist die auch in Pitbull vorhanden und so weiter und so fort. Opi ist ein relativ nützliches Add-on, das euch bzw. das dafür sorgt, dass eure Aktionsleisten ziemlich sauber bleiben. Da werden wir im Guide bzw. im Wir bauen ein Interface dann auch noch näher dazukommen. Pitbull Unit Frames sind Unit Frames, das heißt Anzeigen für Spieler und Ziel, Pet für die Party, für die Gruppe, für den Raid. Postal, sehr nützlich, vor allen Dingen auch hier wieder, wenn ihr viel mit Post zu tun habt, gerade wenn ihr Auktionen am Laufen habt, könnt ihr per Knopfdruck auf einmal euren ganzen Briefkasten leeren, braucht nicht irgendwelche gummeligen Häkchen setzen und oder den Krams einzeln rausholen. Quarz ist ein Zauberleisten-Add-on, das ganz einfach im Vergleich zu der Blizzard Zauberanzeige zu dem Castbalken eben frei konfigurierbar ist. Satrina Buffframes sorgt dafür, dass ihr eure Buffs ganz anders anordnen könnt. Ja, die Option dazu. Sexy Map ist eine Minimap, die sich auch relativ frei konfigurieren lässt. Verdammt schweres Wort. Shared Media Additional Fonts ist wie Shared Media, fügt dem Ganzen eben noch zusätzliche Schriftarten dazu. SCADA ist ein Damage Meter und ein Akrometer, nennen wir es mal so. Skinner könnt ihr brauchen, um eure Fenster zu skinnen. Das heißt, denen eine andere Optik zu verpassen. Sei es Charakterfenster oder Zauberbuch oder sonst was. Deadly Boss Mods. Must-have für eigentlich so ziemlich jeden, der reingeht. Oder auch für Hero-Instanzen. Das ist auch nützlich, das ganze Ding. Auf jeden Fall, das sind die Add-ons, ist eine ziemlich lange Liste und ich habe in die Beschreibung von diesem ersten Teil jetzt auch die kompletten Links in die Beschreibung eben reingehauen. Das heißt, ihr könnt euch direkt die Add-ons, die ihr mit dabei haben wollt, dazu runterladen. Und ich empfehle euch, ich werde hier alle benutzen, mit Ausnahme von eventuell Quarz. Muss ich mal gucken, ob wir das mit Pitbull gut lösen können, die Zauberleiste. Und in diesem Sinne war es das zu dem ersten Teil und ich hoffe, ich sehe dich zu Teil 2 wieder. Bis dahin, wir hören uns.